Viele Menschen suchen innere Einkehr in Klöstern. Schweige-, Entspannungs- und jede Menge Achtsamkeitsseminare. Die Masse an Angeboten, zur Ruhe zu kommen, wirkt bisweilen ohrenbetäubend. Auch die Schriftstellerin Ulrike Dresner war schon mal im Kloster zum Schreiben. Sie hat auch die Gedichte der Literaturnobelpreisträgerin Luise Glick ins Deutsche übersetzt. Kloster Korin in Brandenburg, ein Ort der Stille in der Nähe von Berlin. Sagen Sie, wenn wir über Stille reden, die 100% Stille findet man doch nur im Tod, oder? Die findet man im Tonstudio, wenn es so ein richtig schlimmes Tonstudio ist, das mit so Eierschalen verklebt ist. Und dann ist das ist ganz fürchterlich. Es klingt ja nach nichts mehr. Es ist, als würde einem der eigene Körper weggenommen werden. Und im Tod, ich denke auch, also Geräusch bedeutet Lebendigkeit. Und absolute Stille wäre, alles steht still. Ist man tot, hört man es nicht mehr, also erlebt man es da auch nicht. Das bedeutet aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sehnen sich gar nicht nach Stille. Ich war in der Arktis vor 2 Jahren und da war ich auf diesem Schiff. Und plötzlich fingen die Leute alle an, davon zu sprechen, dass sie da sind, weil sie arktische Stille suchen. Fand ich interessant. Und dann klettert man da so rum irgendwie auf Spitzbergen und ist oben auf so einem Berg und dann wird arktische Stille gemacht. Alle sitzen. Ganz still, man hört auf mit den Körpergeräuschen. Und was passiert dann? Und dann wird es ja nicht still, sondern der Raum vertieft sich. Und man fängt an zu hören, was in diesem Raum alles da ist. Der eigene Atem, dann geht der weg, dann fliegt er irgendwie ein Vogel vorbei. Und plötzlich hört man irgend so einen Wasserfall oder Wasser zumindest, das man nicht sieht, von der Bucht gegenüber, 20 Kilometer entfernt, wahrscheinlich Wasser unter dem Gletscher. Und das ist dann die Stille. Also Stille heißt ja nicht gar nichts, sondern Stille heißt Raum, der sich in leiser Dichte füllt und sich weitet, weil plötzlich Geräusche zu mir kommen, die mein Sichtfeld weit übertreffen. Für ihren Arktis-Text Radio Silence hat Ulrike Dresner gerade den Deutschen Preis für Nature Writing erhalten. Sie ist eine Künstlerin, die Extreme sucht. Zum Beispiel beim Fallschirmspringen. Dann gibt es diesen komischen Moment, wo man da rausfällt oder rausspringt. Und dann ist es erstmal irre laut. Weil also du fällst da mit 180 km/h oder so. Und der Wind zerrt an dir. Und man kann kaum atmen. Und dann zieht er den Fallschirm, dann reißt es einen nochmal hoch. Und dann schwebt man tatsächlich. Und dadurch, dass es vorher so laut war, ist es wahnsinnig leise. Es ist total still da oben. Weil du fällst nur noch ganz langsam und vor allen Dingen bist du auf 4000 Meter Höhe ohne Flugzeuggeräusch. Als Körper, einfach so. Wie halten Sie es dann mit der Corona-Zeit? Zum einen erleben wir einen Stillstand und gleichzeitig hat man aber das Gefühl, die Welt dreht sich wahnsinnig schnell weiter, während wir in diesem Stillstand sind. Wie geht es Ihnen damit? Es gibt Dinge, die mir fehlen. Ich gehe eigentlich normalerweise so ohne Corona immer ins Café am Morgen, weil mich das immens beruhigt, dass da andere Menschen sind und die Geräusche des Lebens, die Kaffeemaschine, das Klappern des Geschirrs und die Stimmen. Und dieser Raum gibt mir das Gefühl von Realität. Das ist interessant, dass Sie sagen, in einem Café mit menschlichen Stimmen, dann finden Sie so eine Art Resonanzraum, da können Sie sich selber einstimmen. Und doch waren Sie ja auch selber schon mal im Kloster. Das widerspricht ja eigentlich Ihrer Ursprungsthese. Ja, da geht es um Zeiträume. Ja, das ist wie so Batterien aufladen, ist eigentlich mein Gefühl. Und wenn die gut aufgeladen sind, so 4 Wochen Aufenthaltsstipendium, wo man eigentlich mit fast niemand spricht und ich so richtig eintauche in die literarische Welt, in den Text, den ich neu schreibe, das ist gut, weil dann gibt es auch keine Störung von außen. Und 4 Wochen ungefähr ist meine persönliche Grenze. Danach kann ich einfach nicht mehr. Ich bin ausgeschrieben, leer, ausgeleert, an Gefühl auch, an Wissen, an Kraft. Und zu Klosterzeiten sind natürlich, die waren schön, diese Rückzugsorte, weil mit der Verschiebung des Außengeräusches, mit dem Wegschieben
Und dem Herunterdimmen der Ansprache ist es natürlich erstmal so, dass die Innenräumlichkeit größer wird. Und dass ich vielleicht etwas anderes noch zusätzlich höre, was der Alltag und seine Geräusche wegdrängen und mir erlauben zu überhören. Jetzt haben wir so viel über Stille gesprochen und über das Hören, wie viel Emotion auch im Hören steckt. Jetzt wollen wir was hören. Gerne. Vielen Dank. Flügelschlag. Es ist stiller geworden. Ich möchte, dass es stiller ist. Keine Musik. Es ist keine Musikzeit. Die Geräusche sind leiser, von anderer Art. Sie tauchen auf, langsam. Die Decke hebt sich, die Decke, unser Lärm. Langsam. Leere des Himmels. Spatzen am Futterhäuschen. Das ist ein Stürzen. Chilpen können sie nur in den Büschen im Hof. Auf dem Balkon müssen sie fressen. Flügel schlagen, schwirren, rauschen, setzen. Das Musikstück entwickelt sich in Eigenzeit. Es kennt stundenlange Lücken. Es bewegt sich mit der Sonne. Dreimal im Sommer, für jeweils etwa 10 Tage, enthält es das Piepsen. 3 Brutzyklen Jungspatzen bringen sie durch. Ich füttere. Die Mücken fehlen. Ich denke daran, woher das Virus kommt. Das Flügelrauschen der Spatzen. Sie sind immer zu vielen. Sie drängen sich. Die Jungen blustern sich und piepsen noch im Winter. Das ist meine Musik. Meine Corona-Musik. Der Himmel ist leer. Ich höre feiner. Höre sie kommen. Für den Bruchteil einer Sekunde ist der Himmel Flügel.